Ja, herzlich willkommen zum Fazit zu Dojo-kun. Ja, ich hoffe, euch hat die Spielerklärung gefallen und jetzt seht ihr meine Meinung zu diesem Spiel. Ja, ist wirklich mal etwas anderes gewesen. Auch dieses Fazit, da bin ich schon total drauf gefreut, das Fazit zu drehen. Ja, es hat nämlich es gibt einiges an Positives und es gibt einiges an negativen Sachen, aber das Spiel trotzdem sehr cool. Ja, ich würde sagen, wir beginnen mit den Standardpunkten. Und da wären wir zum ersten Mal hier beim Material. Ja, Material ist zweideutig, weil ihr habt hier komplettes Leinenfinish, ja, ihr habt Kunststoffkomponenten dabei. Also eigentlich ist das Material in diesem Spiel sehr gut. Ja, bis auf die kleinen Marker, die finde ich ein bisschen fiddelig. Sind zwar funktionell, aber hätte man vielleicht auch ein bisschen größer machen können. Im Gegensatz hierzu ist das Spielbrett viel zu groß. Das heißt, wenn ihr alle vier Bretter auf den Tisch legt, dann braucht ihr schon, also ich habe schon einen ganz guten Tisch, ja, aber das Ganze würde dann die ganze Länge brauchen, weil einfach die Einsatzfelder, ja, die Tableaus sind zwar sehr schön gemacht, keine Frage, aber viel zu groß und das hätte man noch besser und kompakter designen können. Also das ist, finde ich, schon ein bisschen ein Nachteil, vor allem weil man ja auf dem Turnierbrett die Rundenübersicht hat, ja, und auf dem Kampfbrett noch die Einsatzfelder, wo man sich dann auch noch diese Vorteile bzw. die Reservierungsplättchen holen kann, ja, oder es ist umgekehrt, je nachdem. Diese zwei Leisten hätte man extra noch in geringerer Form auf den anderen unterbringen können. Ja, das finde ich ist negativ, weil da braucht man unnötig viel Platz auf den Tisch. Das nächste ist das Inlay da drin, das ist der Wahnsinn, ja. Es sieht so geil aus, aber es ist so scheiße. Also erstmal macht man das Spiel auf, ja, alles ist noch nicht ausgestanzt, sieht das Inlay, denkt sich, boah, geil, ja, toll. Gesleevte Karten bekommt ihr sowieso nicht rein. Aber das größte Problem ist, ja, was bei vielen Spielen der Fall ist, die zwar es gut meinen, ein tolles Inlay machen, es funktioniert nicht. Ja. Warum? Wenn ihr das Spiel hochstellt, ich habe es jetzt leider wieder hochstellen müssen, ja, für euch, um das Spiel vorzeigen zu können, dann hört man schon alles, wie das Ganze rumpelt und bumpelt da drin. Und warum ist das der Fall? Ja, es wurde leider da nicht mitgedacht. Da designt man ein super schönes Inlay, aber die größte Schwäche hier drin ist einfach, jetzt ist das schon höher, weil sich die Komponenten jetzt wieder vermischt haben. Ich wollte euch das jetzt zeigen, aber man sieht es jetzt nicht mehr so gut, weil eben das Ganze jetzt schon gehoben ist und sich Komponenten unter diese Platten geschoben haben. Und zwar habt ihr hier zwischen Schachtel, Deckel, ja, und zwischen dem letzten Platz samt Anleitung circa einen Zentimeter Spielraum, der euch fehlt. Und genau dadurch rutschen beim Hochstellen die ganzen Komponenten nach vorne. Und ihr habt ja gesehen in meinem Erklärvideo, das alles mischt sich dann katastrophal, wenn man das hier öffnet. Ja, ich habe auch die Karten hier noch nicht verstaut. Die hatte ich extra, weil ich euch das zeigen wollte, wenn ich jetzt geöffnet hätte. Aber ihr seht schon, wenn die Karten, die lagere ich dann oben, dann wäre es jetzt nicht so schlimm geworden, aber funktioniert auch nicht toll. Das heißt, das hätte man definitiv besser lösen können. Man sieht es ja bei Resakana zum Beispiel, wenn man schon Geld ausgibt für so ein teures Inlay, könnte man es dann auch so machen, dass man so einen durchsichtigen Kunststoffdeckel macht und das Ganze irgendwie drüber stülpen kann, über dieses Inlay. Dann wäre es auch cool gewesen, vor allem auch zu diesem Preis. Ja, das ist schon ein Kritikpunkt. Das heißt, ihr müsst das Inlay entfernen, wie bei den meisten Spielen, und dann, man hört schon wieder, oh Gott, und dann eben eine Sortierbox einbauen, hatte ich aber noch keine Zeit jetzt dazu. So, großer Punkt jetzt gewesen, das Material, aber vielleicht dann später noch ein bisschen mehr dazu. Auch dass hier die Tokens, die Ziffern auf den Einsatzplättchen, ja, die erkennt man überhaupt total schlecht, hätte man auch noch besser machen können, würde ich auch noch dazu erwähnen. Ja, ich habe mir hier einen kleinen Spickzettel gemacht, weil es doch einige Punkte gibt und ich will euch natürlich nichts vorenthalten bzw. nichts vergessen hier. So, dann die Spieleranzahl. Da gibt es nichts daran auszusetzen. Es macht in jeder Besetzung Spaß. Ja, das ist ja das Tolle, weil man hier so ein cooles
KI-System eingebaut hat. Da kommen dann Bots in das Turnier. Die sind sehr schwer zu besiegen teilweise. Aber nicht so, dass man es nicht schaffen würde. Aber es ist immer volle Anzahl auf dem Spielbrett. Das heißt, ihr könnt es auch solo spielen. Ja? Und das ist natürlich eine geile Komponente dazu, dass man es auch solo spielen kann, wie der genau funktioniert. Ich habe es mal kurz durchgelesen. Es gibt nicht viel Anpassung an dem Solo-Spiel. Also auf dem Spielbrett auch nicht. Ja, es gibt eigentlich nicht so Platzhalter und so weiter. Ihr versucht einfach mit euren verfügbaren Mitteln die Kämpfer zu erhöhen. Und das Wichtigste in dem Spiel ist ja dann auch der Turniermodus. Und da geht es dann wirklich ab. Und das macht dann Spaß, auch gegen die Bots zu kämpfen, würde ich sagen. Also auch im Solo-Modus ganz, ganz cool gemacht. Aber natürlich nichts hochgradig strategisches, das Spiel. Ja, also in jeder Spieleranzahl voll zu empfehlen. Je mehr Spiele ihr habt, ja, desto kompetitiver ist das natürlich für euch. Ja, ihr habt da jeder Spieler bis zu 2 Kämpfer und das macht dann natürlich schon Spaß, die Kämpfer der anderen Spieler auch zu besiegen. So, dann als Spieldauer. Ist auch sehr angenehm. Ja, das ist wirklich kein episches Spiel. Ihr spielt zwar nur 2 Epochen durch, aber insgesamt 3 Runden, das heißt 6 Runden spielt ihr. Dadurch, dass das Spiel nicht viel verzahnt ist, ja, gehen die Züge auch relativ schnell. Das heißt, keine hohe Tautime. Was haben die hier angegeben eigentlich? 90 Minuten. Ja, das kommt gut hin. Ja. Also zu zweit zockt ihr das Spiel auch locker in einer Stunde runter. Und wenn alle die Regeln beherrschen, dann seid ihr da auch in 90 Minuten bzw. 2 Stunden durch. Kann natürlich vorkommen, dass es öfter unentschieden bei den Kämpfen gibt. Dann dauert es ein bisschen länger. Aber ich würde so 1,5 bis 2 Stunden in Vollbesetzung veranschlagen für dieses Spiel, ohne den Spielaufbau mit eingerechnet zu haben. So, dann Punkt Thematik. Ja, das ist ganz witzig, weil dieses Spiel kommt schon sehr thematisch rüber. Ja? Also mechanisch, thematisch gesehen, ist es wirklich so, dass das alles das Thema eigentlich ja komplett austauschbar wäre. Ja? Aber aufgrund des schönen Artworks wieder mal, ja, und aufgrund der Thematik, dass man hier zum Beispiel ein Trainingsgerät hat, man schickt seinen Kämpfer rein, der erhöht einen seiner Werte. Das Ganze kommt da schon irgendwie thematisch rüber und macht auch Spaß. Und vor allem dann der Kampfmodus, ja, das ist natürlich abstrakt gemacht, aber ich finde das mit dem Würfeln, mit den Symbolen abgleichen und so, das ist irgendwie so ein Feeling. Ja, man fühlt sich während des gesamten Spiels, ja, durch das gesamte Bild dieses Spiels schon sehr in diese Dojo-Thematik eingebunden. Ja, und fühlt sich schon so daran, dass man hier den Dojo vergrößert, verbessert und auch die Kämpfer auf Level sozusagen, sich neue Kämpfer rekrutiert. Aber von daher gesehen finde ich es schon sehr thematisch, das Spiel. Wie gesagt, ja, in Punktewertung ist schwierig zu sagen. Ich würde für das Thema eine 7 vergeben. Ich denke, eine 7 wäre da eine richtig gute Note für dieses Spiel. Keine 8, 9 oder so. Aber 7, glaube ich, trifft es ganz gut. So könnt ihr es euch vorstellen. Also durchaus macht es schon Spaß. Auch dieses Dojo-Thema kommt, finde ich, ganz gut rüber. So, dann Preis-Leistung. Aktuell kostet es, ich habe gesehen, bei Big A kostet es 45 Euro. Ich weiß nicht mehr ganz, was ich bezahlt habe. Auch so rum irgendwas. Ja, ich meine, da ist ein großes Inlay drin, viele Würfel vor allem. Und das Spiel macht auch relativ viel Spaß. Das heißt, das Gesamtpaket stimmt. Ich finde, die 45 Euro für dieses Spiel kann man schon bezahlen. Ja, also das Gesamtpaket dieses Spiels ist sehr cool gemacht. Vom Materialaufwand her, ja, vielleicht wäre 40 auch noch gegangen. Bekommt es sicher auch mal vielleicht günstiger. Mal sehen, ja, zwischen 40 und 45 Euro finde ich bei dem Spiel schon okay. Also ihr bekommt eigentlich sehr cooles Material, viele Würfel, viele Marker, große Pappteile, Karten und noch dazu ein tolles Spiel. Das heißt, 45 Euro gehen da schon okay. So, jetzt zusammengefasst. Und wo beginnen wir da? Ich würde sagen, wir beginnen erst mit den negativen Seiten. Weil bei dem Spiel ist es wirklich so, dass es viele negative Aspekte bzw. negative Punkte gibt bei diesem Spiel, aber trotzdem macht es Spaß.
Ja, was habe ich mir denn da notiert? Zuerst mal noch die Größe. Ja, da gehen wir mal noch mal auf den Spielplan ein. Den hätte man viel schöner strukturieren können, die Marker noch ein bisschen besser machen. Ja, es sieht zwar sehr geil aus, aber er braucht einfach viel Platz. Ja, entweder räumt ihr dann nach der Einsetzphase die ganzen Platten weg und ihr bringt die anderen Platten ins Spiel oder macht es so wie ich im Video. Alle zwei Platten liegen dann noch auf der Seite und nur die Leisten sind sichtbar. Also da wäre viel mehr möglich gewesen. Ja, dann Negativpunkt will ich nicht unbedingt sagen, aber ihr dürft hier kein mega komplexes Spiel erwarten. Ja, das Spiel ist in seinem Durchgang und seinem Ablauf sehr einfach. Das heißt, dieses Spiel hat keine Verzahnungen in den Mechaniken selber. Überhaupt nicht. Ja, ihr macht nur zum Beispiel, ihr setzt einen Kämpfer ein, holt euch das Trainingsgerät für euren Dojo. Ja, da gibt es dann wirklich keine Kombinationsmöglichkeiten, ja, dass euch dieses Trainingsmöglichkeit Fähigkeiten gibt, die ihr dann woanders einbauen könnt, um das noch zu kombinieren und noch was anderes vielleicht. Nein, das gibt es hier nicht. Dieses Trainingsgerät ist nicht anders als ein weiteres Einsatzfeld, das ihr mit einem anderen Kämpfer besetzen könnt. Oder ihr geht einfach auf einen Platz im Dorf, ja, und ihr erhöht den Level eures Kämpfers oder ihr bekommt einfach nur Ki. Ja, das sind wirklich total super einfache Aktionen ohne Verzahnung in diesem Spiel. Das müsst ihr euch bewusst werden, wenn ihr euch das Spiel kauft. Das heißt, es ist wirklich in der Durchführung ein sehr einfaches Euro-Game, sage ich mal. Und dennoch, ja, dann möchte ich gleich ins Positive schwenken, wenn ich bei diesem Punkt bin. Und dennoch macht es richtig Spaß, das zu tun, ja, weil die Auswahlfelder sind natürlich begrenzt. Ja, klar, wer zuerst kommt, malt zuerst. Aber das Ganze ist doch schon sehr cool, wenn man dann seinen Kämpfer wachsen sieht anhand der Aktionen, ja, die Dojo-Plättchen, die man sich dann in den Dojo legt, den dann verbessert und die Leute dann mit dem Meister vielleicht nochmal ins Dorf schicken kann. Ja, das ist sehr schön. Das Ganze ist einfach. Ja, es passt zum Spiel, dass es ziemlich einfach ist, weil der Hauptaspekt ist einfach der Kampf. Ja, und das ist das Herzstück des Spiels. Aber wie gesagt, ihr dürft hier wirklich kein hochkomplexes strategisches Eurogame erwarten. Dann Kämpfer, alt gegen neu. Ja, einmal kam der Kritikpunkt von Chris auf. Es ist schade, dass man hier, wenn man alte Kämpfer hat, ja, dann kommen die neuen Kämpfer, dass die gleich sind schon viel besser, ja, aber wenn man dann viel in den alten Kämpfer gesteckt hat, warum soll man es dann machen, wenn man sich in den besseren Zeitalter bessere Kämpfer kaufen kann? Ja, das heißt, diese älteren Kämpfer sind dann, so ich sage, der Hälfte, ja, oder im mittleren, im zweiten Zeitalter dann eher nur mehr dafür gedacht, dass man Standardaktionen durchführt. Ja, oder wenn man will, die weiter hochleveln kann, ja, aber es kann vielleicht dann auch das Gefühl sein, ja, der ist dann nur mehr sozusagen der Klotz am Bein. Muss aber nicht unbedingt sein, ja. Er hat das natürlich auch das erste Mal gespielt. Ihr könnt auch den ersten Kämpfer weiter hochleveln und so weiter, aber wenn dann die gelben Kämpfer kommen, ist das auch sehr stark. Aber ich empfehle euch, ihr werdet. Es ist sehr schwierig, dann auch zwei gelbe Kämpfer zu haben, weil dann müsst ihr auch euren Dojo voll ausbauen, ja, und bis zu einem dieser Kämpfer zu warten ist auch nicht cool. Ihr wollt ja im Turnier teilnehmen, folglich werdet ihr auch eure Kämpfer vom ersten Zeitalter leveln oder gar auch weiter leveln, aber man kann sie nicht austauschen. Ja. Und ich glaube, das ist auch ein thematischer Punkt, wie ich finde. Ja. Mich stört das überhaupt nicht, weil ich finde das thematisch so gesehen, ja, man feuert keinen Kämpfer aus dem Dojo, das macht der Meister nicht. Ja, der lässt sie zwar anders weiterarbeiten, aber er feuert sie nicht. Und es kommen halt immer modernere, bessere Kämpfer, wenn ihr die anwerbt und ja, die könnt ihr dann natürlich auch hochzüchten. Aber es funktioniert natürlich, dass ihr auch immer mehr Ressourcen in den alten Kämpfer steckt, ja, den auch noch hochzüchtet, ist auch eine Taktik, die man machen kann. Also ja, aber er hat halt gemeint, ist halt dann schade, weil bei ihm war es halt so, dass die Älteren der Klotz am Bein waren. Ja, aber finde ich jetzt nicht so schlimm, aber sollte auch erwähnt werden. Ja, dann die Tokens habe ich schon erwähnt. Das ist anstrengend im Kampf, wenn die Tokens auf der Turnierscheibe liegen. Ja, oder man muss sie immer betrachten, wenn man die mal vermischt hat. Ja, kurz, ist das eine 1 oder eine 2? Sind sehr schwierig zu erkennen. Einfach mit dem Textmarker drüber.
oder bemalt sie, dann kann man das auch sehr gut erkennen. Das ist so ein Problem, das kann man leicht beheben. Ja, das war es auch schon zu den Negativpunkten in diesem Spiel eigentlich, die wirklich keine großen Negativpunkte sind. Ja, wie gesagt, ihr dürft hier kein hochkomplexes Eurogame erwarten. Warum behalte ich dieses Spiel trotzdem? Ja, weil das Spiel etwas macht, das andere Spiele, die ich jetzt abgegeben habe, nicht machen. Und zwar, das ist dieses Kampfsystem. Ja, das heißt, ihr habt da standardmäßig schon eure Euro-Aktionen, die führt ihr durch. Aber dieses Turniersystem ist einfach cool. Ja, ich finde das eine geniale Idee, wie dieser Kampf dargestellt wurde, dass man die Symbole auswürfelt und dann anhand der Tabelle miteinander vergleicht. Da gibt es zwar noch einen großen Negativpunkt, ja, den ich jetzt beim Kampf noch erwähnen werde, aber generell finde ich dieses System echt toll gemacht. Ja. Das heißt, ihr schaut euch schon an, welche Würfelseiten habe ich denn da, ja? Was macht jetzt Sinn, was wird wo verglichen, welche Symbole brauche ich für meine Spezialfähigkeiten der Kämpfer, welche Spezialfähigkeiten habe ich dem Kämpfer denn gegeben, basierend darauf wähle ich vielleicht auch noch andere Würfel für den. Ja, das ist natürlich cool gemacht. Und dann tragt ihr eben alle Symbole in diese Tabelle und vergleicht sie einfach und das Endergebnis, ja, also der schlägt das und dann in der Mitte einfach nur, wer hat die meisten Fäuste, der gewinnt. Und es ist so geil, wenn dann ein Unentschieden rauskommt, hatte ich schon oft Unentschieden, dann bekommt jeder eine Wunde, wird weitergekämpft, nochmal Unentschieden, ja, dann noch jeder eine Wunde und wieder Unentschieden. Also das ist auch thematisch ziemlich geil gemacht, da muss ich dann vorstellen, die Kämpfer im Ring, ja, die behacken sich so dermaßen, ja, wie in einem Boxkampf, erste Runde unentschieden, zweite Runde unentschieden, dritte Runde unentschieden, beide Kämpfer schon angeschlagen. Ja, also was will man mehr? Dieser Kampf wird für ein Eurogame richtig gut auf den Tisch gebracht und das ist das Herzstück des Spiels und so ein Spiel habe ich noch nicht, ja, und das macht Spaß, ja, das bringt man einen Abend auf den Tisch. Will man mal spielen, hat richtig Spaß dabei, ja, vielleicht auch noch ein zweites Spiel dazu, ja, also wenn man Bock hat, ja, auf eine Revanche sozusagen, ja, dann ist auch gerne eine zweite Partie gesehen, aber generell so ein Spiel, das ich einmal so auf den Tisch bringen kann, zock's einmal runter, hab Spaß und ja, sehr cool gemacht für das, was es ist mit diesem tollen Kampfsystem. So, und der größte Negativpunkt hier am Kampfsystem ist aber, es fällt halt schon recht häufig auf, dass wenn ein Kämpfer, sage ich mal so, 3 Würfel mehr hat als ein anderer Kämpfer, oder sagen wir auch schon mal 2 Würfel, ja, kann es auch schon das Gefühl aufkommen, dass der Kämpfer sowieso zu 80% den Kampf gewinnen wird. Ja. Also wenn der 3 Würfel mehr hat als der andere Kämpfer und der andere Kämpfer keine Spezialfähigkeiten machen kann, dann ist es ziemlich häufig der Fall, dass der mit den meisten Würfeln natürlich gewinnt. Aber es kam auch schon vor, dass solche Kämpfer gestürzt wurden. Ja, vielleicht bekam er dann einen Unentschieden, eine Verletzung, wird schwächer und kann das Finale nicht mehr schaffen. Ja. Das heißt, wenn ein Kleiner gegen einen Großen kämpft, dann ist es häufig der Fall, ist vielleicht auch ein bisschen realistisch, ja, dass der den wahrscheinlich zermalmen wird. Aber in seltenen Fällen kommt es dann eben auch vor, dass Unentschieden oder dass er verliert, ja. Aber wenn ihr dann mehr Würfel habt als der Gegner, so 3 Würfel, dann könnt ihr euch ziemlich sicher sein, dass ihr den Kampf wahrscheinlich bestehen werdet. Aber ihr habt die Tabelle gesehen mit dem Vergleich, ja, wenn ihr dann viel von einem Wert würfelt und der bringt euch dann am Ende nichts, kann es auch passieren, dass der große Kämpfer einmal versagt. Ja, das ist durchaus möglich. Aber das kann man dem Spiel natürlich vorwerfen, das müsst ihr euch auch bewusst sein, wenn ihr euch das Spiel holt, ja, dass man vielleicht das Gefühl bekommt, der Dicke gegen den Großen gewinnt fast immer. Aber er wird dann im Finale natürlich auch gegen einen großen Kämpfer spielen müssen, vielleicht ist es auch der vom eigenen Dojo, ist dann auch recht lustig, aber natürlich hat der Spieler dann auch schon sehr viele Punkte gemacht. Ja, so viel zum Kampfsystem und ihr seht, das Gesamtpaket bei diesem Spiel ist sehr cool. Ich möchte es nochmal zusammenfassen. Wenn ihr euch dieses Spiel kauft, bekommt ihr kein hochkomplexes Eurogame, aber ein Spiel, das einen besonderen Kampfmechanismus besitzt, vor allem verbunden in einem Eurogame, finde ich genial gelöst.
bin ich froh, dass ich mir das Spiel gekauft habe. Bleibt jetzt sicher mal in meiner Sammlung, wird ab und zu auf den Tisch landen. Das ist ein Spiel, das jeder gerne mal mitspielen will, weil eben so eigenständig. Und das ist das Tolle an diesem Spiel. Wenn euch das Thema gefällt, ja, Dojo aufbauen, kämpfen, Eurogame-Fan seid, ja, dann würde ich sagen, seht euch das Spiel mal an, seht euch meine Spielerklärung dazu an, seht ihr genau, wie das Ganze dann funktioniert. Und ich hoffe, wir sehen uns bei meiner nächsten Fazit wieder. Das war's zu Dojo-kun. Eine abschließende Wertung für das Spiel würde ich eine 7,5 vergeben, was ich finde, das auch ziemlich toll ist, weil ich stehe ja natürlich viel mehr auf komplexere Spiele. Aber dieses Spiel spielt mal, wenn man ein Eurogame spielen will, bei dem man lacht und viel Spaß und auch Action dabei haben will. Das war's zu Dojo-kun. Bis zum nächsten Video. Euer Austin Board Gamer. Ciao.